Und da sind wir immer noch auf dem Duellberg. Meine Fresse, wen überrascht das hier eigentlich überhaupt noch? Wir brauchen ewig, bis wir durch sind. Ja, machen wir mal ganz schnell weiter. Boah, mach dich mal locker, ey. Einen Kampf sollte man genießen, Alter. Ey, Alter, ich mach dich fettig. Alter, es geht. Was der Lasse, ey. Der ist voll cool drauf und so. Der weiß ganz genau, wie es geht. Und hat ein Rihorn und ein Perlu. Auf Level 64 oder was weiß ich. Hallo! Entwickel doch mal deine Pokémon! Die könnten so tolle Attacken! Können sie so auch, aber trotzdem! Die Leute hier sind so doof. Manchmal. Echt. Genauso wie ich. Falsches Pokémon anvisiert. Ja, ich kann das auch. Das könnte ich nur die Trainer hier. So, jetzt aber. Mit Schmackes. Gutes Gesicht. Tja. Wäre es mal ein Rizoros gewesen, hätte vielleicht noch eine Chance gehabt. Ich verstehe das einfach nicht. Allein, was die Entwickler sich dabei denken, hier einfach mal so niedriglevelige Pokémon. Niedriglevel nicht, aber halt nicht entwickelte Pokémon dahin zu stellen. Das ist doof. Mist. Doch, frage ich mich echt, wieso? Trollololololol. Oh nein, hat der Zitropumpe ein. Es ist so mächtig. Bah. Blödes Pellabai. Bestimmt nur noch Perlu ab. Ich glaube, die haben irgendwas gegen meinen Hundemon. Hades hat den doch gar nichts getan. Noch nicht. Er hat ja keine Chance. Pelipper. Nimm mal Voltos. Das Beste, was wir nehmen können. So. Gehst du Donner ins Gesicht, Alter. Ich schwör. So ein kriegt die Bello der Himmel lieber in den Kopf. Alter, ich schwör. Ich mach dich fertig. Kaum fängt der Part an, wird man halt gleich von der Seite angequatscht mit, ey, Alter. Alter. Mein Gott, Duncan ist noch keine 14 Jahre alt oder so. Keine Ahnung, wie alt er ist. Ich brauche Hades. Das kriegen wir mit Masch auch noch hin. Du, deine Abwehr kommt ein bisschen spät, ne? Ich glaube, die bringt dir jetzt auch nicht mehr viel. Das hättest du vorher machen sollen. Als ich dich noch mit Solarstrahl angreifen wollte. Blödes Perlu. Nein. Donner auf Vostelka und noch bei Himmelhieb. Ist besser. Ja, war schon mal gut. Muss man ja mal lassen, ne? Der Voltos, der hat eine voll drauf, ne? Der kann das doch richtig gebärm machen. Ich muss gebärm. Genau, ich mache auch so gebärm. Und es ist Perlu einfach mal so tot umgekippt. Ach, das war schon. Aber schnell. Oh, das war gut. Ich weiß, ich hab's voll drauf, Alter. Spaß haben, gewinnen. Darum geht es doch im Kampf. In einem Kampf. Ich habe ein Wort verschluckt. Steckt noch im Hals drin. Es ist total unangenehm. Ich sag euch, macht das niemals. So. Was hast du für Probleme? Fang nicht nur nicht an zu heulen, wenn ich dich besiege, okay? Fängst du selber fast an zu heulen. Heul du bloß nicht, wenn ich dich kalt mache. Er hat einen Drasch. Und Smogon, weil wir total unsinnig ist, einen Smogmonk hier zu haben. Auf hier 87 bin ich jetzt, glaube ich, ne? Ja, müsste 87 sein. Alter. Warum? Ganz ehrlich, warum? Ich versteh's nicht. Weil ich es nicht verstehe, muss ich es kalt machen. Ja, es ist so. Ja. So ticken Menschen, wenn die was nicht verstehen, dann wollen sie es vernichten. Ja, das ist logisch. Das macht voll Sinn. Ja, manche sind wirklich so. Das muss man ja mal bedenken, ne? Manche sind wirklich so drauf. Oder dieses, ich verstehe es nicht, ich will damit nichts zu tun haben, ist auch ein tolles Beispiel.
So unsinnig. Wow, Smogon, das ist total sinnvoll, was du da gerade machst. Nang, nang, nang. Kaputt. Ich weiß. Ich hätte es nicht angreifen dürfen, ich weiß. Aber ich wollte es weg haben. Das war es wert. Bam, bam, bam. Los, Froster! Räche hartes! Mist. Das ist doof. Ein mächtiges Kuddel ist erschienen. Es wird uns vernichten. Mit seinem eisernen Blick. Ja, Kuddel hat einen sehr eisernen Blick. Doch. Wie viele Pokémon hast du eigentlich? Langsam reicht's. So, Aquawelle und Himmelhieb. Quatsch. Seht diese eisernen Augen an. Guckt sie euch an. Es ist total brutal. Total brutal, ich sag es euch. Und verwirrt. Oh nein, Mosch, warum tust du das? Jetzt tut es sich verschnelligen. Schnelligen Soundtools wohl. Oh Gott! Es wird uns vernichten. Nee. Irgendwie habe ich es überlebt. Ich mache einen Wuchtschlag, weil ich es kann. Weil Metang da steht. Ah, bin immer noch schneller als Metang. Kuddel, nimm das. Tschüss, Kuddel. Voll die Schildi. Ich mag Kuddel. Aber auch nur, weil es eine Schildkröte ist. Nein, ist auch ein tolles Pokémon. Nur ein bisschen langsam. Ist ja eine Schildkröte. Blödes Metang. Oh, Hades. Watergate. So. Knirscher. Und es dürfte keine Schilde beherrschen. Ich glaube nämlich nicht. Es kann nämlich nur Konzentrator. Müsste Erdbeben funktionieren. Ne. Nicht wundern. Matschkopf. Ah, Controller, bleib hier. Ich habe ihn gerade losgelassen. Da wollte er abhauen, der Controller. Das geht nicht. Kaputt. Nein, warum nicht? Metang, du musst doch umkippen. Kannst du dich machen? Genau so muss ich machen. So, und jetzt weg. Kapuf. Los, Kapuf. So, geht doch. Hab gewonnen. Jetzt holst du selber, ne? Hab ich doch gesagt, du heulst. Vergiss es mal. Ich fange an zu heulen. Sicher. Genau. Ich hab doch was gesehen. So. Wow. So, alte Heulsusel. Jetzt spring dich in den Tod. Schön hoch hier. Auch so diese fliegende Lava. Da hinten. Moment, von hier. Sieht man, da hinten sieht man. Fliegende Lava. Wow. Ach ja. Eben kurz die Aussicht genießen und dann kannst du schon weitergehen. Ich bin längst beeindruckt von dir. Du musst gut sein, wenn du es bis Areal 8 nach. Nee, wo sind wir hier? Ach ja, 9 geschafft hast. Die zwei Achten haben mich gerade abgelenkt. Das sind doch mal wenigstens Pokémon, gegen die man kämpfen kann. Ja, kann man. Man kann gegen alle Pokémon kämpfen, auch eine Chance hat, ist eine andere Geschichte. Aber, das muss man dazu sagen, es ist ein voll entwickeltes Geowatz. Also ein voll entwickeltes Kleinstein, das dann zu Geowatz wurde. Also total durchgehend entwickelt.
blödes Mildtank. Na, Froster, was kannst du überhaupt? Autsch! Oh Mann! Mir ist eh schon der Atem weggeblieben, als ich Finale gelesen habe. Aber Volltreffer! Hallo! Ah, das hat es eh nicht überlebt, aber... Au! Das Kio war's. So, einmal für Mildtang. Und einmal, weil es geht. Da sind bestimmt noch mehr Pokémon, die explodieren. Kannst du am Dama-Explosion lernen? Ich weiß es nicht. So, nochmal. Du bist für Miltern zuständig und du bist für Sandama zuständig. Alter, der Level 67! Ist ich jetzt erst. Alter, scheiß Miltern! Wir so einen kleinen Sprung hier gemacht. Kampf zuvor waren die noch bei 63 rumgekurkt. Nützt denen auch nichts. Kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Yay! Yeah. Ba-da-ba-da-baum. Kipp doch mal um. Scheiß Miltang. Ach, du hast keine Pokémon. Du hast nur drei Pokémon. Deswegen sind die Level so hoch. Weil du nur drei Pokémon hast. Na, jetzt hab ich dich durchschaut. Hilft ja auch nichts. Au. Kaputt. Du hast echt drauf. Ich ruhig. Miam, 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 miam. Autsch. Wir sind durch. Aber I have a bit. Ja, er hat's voll drauf. Ich weiß genau. Warum? Ich guck echt nach jedem Kampf da einmal rein. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Hallo. Du wirst den Arealleiter nie treffen, wenn du mich nicht vorher besiegst. Das ist mir aber sowas von klar. Wenn ich dich nicht besiegen kann, kann ich auch nicht weitergehen. Das erzählst du mir nichts Neues. Das Gesteins-Pokémon. Guck mal, eine Nase. Guck mal, das Pokémon hat eine Nase. Stumpf. Darf ich jetzt mal Solarstrahl einsetzen, bitte? Bitte lass mich Solarstrahl einsetzen. Absolut, absolut, ja. Und jetzt dort. Tschüss. War ja klar, ich hab's geahnt. Was auch sonst. So mehr Gesteins-Pokémon, sonst ist also Lascha gleich blöd. Ich hätte doch auf Nasket ziehen sollen. Boah. Immer gleich so ausrasten müssen, diese Pokémon, ey. Hat aber nicht sehr viel gebracht. Ich stehe noch. Ich stehe noch. Blödes Nassknet. Hast dich selbst geopfert. Und es hat nichts gebracht. Hat nur Pokémon, die explodieren können? Echt, ey. So. Das war keine. Ah, nein, mein Solarstrahl wird daneben gehen. Ich will ihn jetzt schon mal einsetzen, es geht das nicht. Nee, 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 nee. Toll, bei Tanzen bringt das nicht viel. Oder doch? Nein, doch nicht. Mich. Explosion! Autsch! Ich sag da nichts mehr zu, nein. Da.
Da, Pokémon, guck mal, da! Ein Prinz! Ein waschechter Prinz! Und ein Voltorb. Nicht zu verwechseln mit Voltulus. Okay, Muggelbaum. Das kann auch explodieren. Hier kann alles explodieren. Nein, aber nicht mit. Kann Muggelbaum explodieren? Hab ich dir jetzt gerade Scheiße erzählt? Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt auch egal. Ich will sie vernichten, weil sie meine Pokémon in die Luft gejagt hat. Das kann explodieren, das weiß ich. Sehe ich doch an Augen, dieses kleine miese Samurzel. Warum hat die nur Samurzel kein Tangolist? Wahrscheinlich, weil das bei Tangolist nicht so gut kommt, wenn es explodiert. Noch ein Pokémon, was explodieren kann? Nein, aber das Reich ist, die hat 6 Pokémon gehabt. Und die Hälfte davon ist explodiert. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Jetzt dabei kommt die Psychokinese vom Demon Prince. Ah, take this. So explodierst du jetzt auch. Ah, den Kampf habe ich verloren. Ich weiß. Explodier doch mal. Bitte, bitte. Ich will das sehen. Du bist wirklich stark. Der Arealeiter kommt als nächstes. Halt dich wacker. Ja, wacker, stacker, lacker. Und ich brauche doch gar nicht. Guck mal, da gibt ich sag da nichts mehr zu. Nein, ich gehe jetzt hier weiter und besiege ihn hier jetzt. Los. Kämpf mit mir. Kann stolz auf dich sein. Es ist schon lange eine Reifleistung. Bra, bra, bra. Mich hier am Ende von Area 9 zu erreichen. So, aber nur warte dich, denn wir werden jetzt kämpfen. Echt? Wir kämpfen jetzt? Ich dachte, wir spielen jetzt Karten. Oder gehen schwimmen. Oder machen Fallschirmsprung. Oder ich schmeiß dich einfach in die Lava, die hier so durch die Gegend fliegt. Okay, dann nicht. Dann kämpfen wir. Wenn du schon mal deine Pokémon rausgeholt hast. So, was hast du denn da schönes? Ich hab nicht aufgepasst. Ich knabber ein bisschen mit meinem Stuhl rum. Gut. Hat sich jetzt erledigt. Und so. Flammenwurf, Hades! Vernichte dieses Stolos, bevor es dich vernichtet! Das ist auch wacker geschlagen. Okay. Yes! Das Stolos ist, glaube ich, weg. Ja, bin ich mir ganz sicher. Weg ist es. Hi! Ich heile! Hallo. Ich mag Froster. Sie ist mir ein bisschen sympathisch und hallo! Macke? Ja, wir haben ja auch schon richtig Eis gesehen. Ist eigentlich nichts Neues für uns. Wir kennen die Dinger schon. So. Und nochmal Blizzard, weil es so schön war. Und Flammenwurf auf Skorkler. Das wird es nicht überleben. Oder auch doch, es macht aber nichts. Wir machen es jetzt kaputt mit Blizzard. Los, Froster. Ein Wahnsinnsschlag. Und es geht zu Boden. Das hat nicht viel gebracht. Ich wollte es schon wieder sagen, aber hatte Bildschirm gewechselt. Ach, Gott sei Dank. Nein! Autsch! Das hat weh! Runter geht! Bitte, muss ich mir helfen? Irgendwie sind da zwei starke Pokémon, die mussten da weg. Wieso kannst du keine Hydro-Pumpe? es kann aber Eisstrahlen kommen. Fast genauso gut. Warum tust du das? Ich hatte voll den Megaplan im Kopf. Ach so gut, das ist ganz schlimm. Kranke Lache for the win. Hat sich selber ein Ei gelegt. Tja.
Da ist es ja wieder! Och, lang nicht gesehen, Metagross! Metagross! Das heißt Metagross. Es ist eigentlich scheißegal, ob es Metagross oder Metagross heißt, aber es ist ein Doppel-S geschrieben und es ist RB mein. Es haut seinen Metagross gleich selber weg. Nein, Hades! Mein Hades ist so mächtig für dich. Niemand kann es aushalten. Ah, ich finde das toll. So. Los, Hades, walte deines Amtes. Und vernichte dieses Metagross. Danke. Kurz anders hinsetzen. So, kann weitergehen. Ich freue mich gerade tierisch, wenn man merkt. Manchmal tut mein Hals aber von der Lache weh. Egal. Ach Gott, ihn. Du hast legendäre Pokémon? Ich habe ein Hundemon. Du kannst nichts gegen mich ausrichten. Doch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Du bist so ein Loser. Du hast mich fertig gemacht. Hab ich mit meinem Hundemon. Meine Herren, ich dachte nicht, dass ich verliebt werde. Mit wem spricht er? Hier sind deine Pokémon, meine Herren. Es ist doch wirklich ermüdend, ein Realleiter zu sein. Ich sollte Wellnessurlaub machen und mich ein wenig erholen. Das tu mal mit deinem blöden Ringi. Rock, genau. Gott, Hilfe. Mach eine Kur oder sowas. Herzlichen Glückwunsch, du hast Areal 9 gemeistert. Du willst das anerkennen, dass du das Areal zum ersten Mal geschenkt hast, ein Underground. Wow! Danke! Bis zum nächsten Part. Was soll ich sonst so groß sagen? Außer wir machen jetzt Schluss und machen dann nächstes Mal weiter. Also, bis dann. Tschüss!